Schönen guten Morgen, heißen Daniel Figgis auf Luxemburg und heute sind wir dann eben am zweiten Tag von der kleinen Game of Codes. Gell? Und heute haben wir tatsächlich auch ein Team, das mitgemacht hat. Team, wie? Sigi. Wie ist es denn gekommen? Fragen wir mal schnell. Ja, so hieß das Firma. Also, das sind die Karte Kommunal, wo wir eben Alter arbeiten. Ah, okay. Ja. Gut. Die hat heute eine Präsentation aufgehört, die mich auch ein bisschen fasziniert hat. Ja. Die meisten haben tatsächlich eben Google Map geholfen, das Ganze eben dort zu machen. Aber ich habe die Grafik selber hier gestellt. Ja. Dann haben wir froh. Wie schwer ist es, das hier zu stellen, respektive wie sie auf die Idee kommen, auf wie weit oder die Idee gehabt? Für die, die mit gemengen Daten zu schaffen, das ist relativ einfach. Weil wir, wie gesagt, im Syndikat interkommunal sind, also wir als Klion. Oder wir schaffen insgesamt viel mit gemengen. Das war schon die logische Konsequenz daraus. Wie schwer das war, kann ich persönlich nicht so. Und da muss man so einen Profi holen, eben den da fast gemacht hat. Da haben wir einen dabei, den Expert daran aus. Okay, das heißt, du hast tatsächlich nicht immer wie das möchte, du hast tatsächlich nee, also mein ganzes Team, wo Hand an Hand geht. Genau, meine Taschen abgedeckt, für du die meisten Arbeit schon in der kurzen Zeit fertig zu kriegen. Okay. Weil das heute wirklich das Wichtigste ist, weil mindestens 24 Stunden, das nicht für zu feiern und dem Selbstständigen zu schaffen. Ja. Das heißt, wie schwer ist es dann, 24 Stunden ein Projekt zu sehen? Wir haben schon ein bisschen gesprochen, mir vielleicht auch die Leute erläutern. Verschiedene Leute brauchen Mannerschlaf, verschiedene Leute brauchen Mehrschlaf. Der Schlafentzug, wie schlimm ist das beim Programmieren? Also wirklich auf dem Punkt, dass es gut nicht mehr geht, man sieht, okay, du hast Schluss, und schon weiter machst du Fehler, oder können die, ja, geht vielleicht auch ein kleines Stündchen? Ich meine, du musst dir für sich selber merken, wie es geht. Ich habe um 10:30 gemerkt, hey, du hast so, du hast nicht mehr. Ich gehe wirklich schon mal bei mich aus und dann bin ich den anderen da um 8 Uhr heuer und dann bin ich jetzt voll dabei. Und einer, den anderen, den heuer war, den ist heuer geblieben, hat 2 Stunden geschlafen und ja, der war die ganze Zeit heuer auf der Platz. Voilà. Wenn du guckst, dass ich Wettbewerb gebe, da so nicht so tat, wenn du siehst, okay, ich denke noch ein bisschen drin oder sehen da so, ich meine, ich habe mich falsch, nur wie ich gut mache. Ich persönlich schon gemerkt, dass ich echt, also ich weiß selber, dass an einem Punkt manchmal echt mehr falsch wie ich gut mache und dann lassen Schläfer sehen, weil sonst gibt es halt nur das Ganze und dann sehe ich den Meinung Fehler, wie das in Hannover etwas geschafft hat. Okay. Dann eben, wenn ich auf einer Bühne steht, mit verschiedenen Leuten eben gesehen, wo dann die Stungen, wo dann eben ein bisschen gestammelt tun, die anderen Leute sind, da kommen sie nicht richtig eins, gehen eher präsentieren, weil wirklich stimmt, dann hat doch eben geklappt. Ich habe noch mal gut, dass das Ganze auch präpariert gehen, dass das zu dem Ganzen zugehört. Viel Zeit verbringt ihr auch dann dabei, wenn das programmiert, und auch dann denkt, okay, das muss auch präsentiert gehen, oder geht das eben zum Schluss gemacht, oder ist das fließend? Es war zum Schluss, wo ich ich hatte Mathematik, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr wirklich beitragen zum Codieren oder zum Programm herstellen, dass mir dann das meine Tasche war, für dann Präsentation zu machen. Voilà, das geht auch noch bis zum letzten Stoppen, weil die PowerPoint-Präsentation muss, wie die Applikation im Engel aufgießen. Voilà, das geht alles lasch stöppel, das kann ihn sich nicht so organisieren, wie er will. Und, voilà, zum Schluss ist es mega Stress, auch auf der Bühne, also super nervös. Ja. Und dann ist die Frage, wo wirklich das Fischen saß, hat er noch Zeit auf Dauer gehabt zum Schluss? Will in der Präsentation? Ja, für komplett fertig zu sein. Also in der Präsentation sind wir auch schon relativ gut fertig gehen, natürlich beim Codieren. Vieles hat man nicht so konnten umsetzen, wie man gerne hätte, aber zum Schluss sind wir aber zufrieden. Ich meine, ich habe gesehen, wo man noch weiter wollte kommen und also wir haben schon relativ gut gemacht, vieles sozusagen. Ja. Und die sich, ehrlich gesagt, kann ich das hier umsetzen, für am Land viel zu benutzen oder denken so, das ist vielleicht unser Projekt, wo nur vielleicht auch mal etwas anderes kann draus gemacht gehen. Ich denke, das ist wirklich insgesamt ein gutes Event für dann halt nur die Sachen noch weiter zu benutzen. Okay, natürlich als kleine Basis. Also weiter entwickeln. Natürlich, dass bei praktisch kein oder das Google-Produkt fertig geht, weil wenn es dem Zeitmangel mehr vieles kann ich halt nur weiterentwickeln, für das halt wirklich interessant wird. Okay, vielen Dank, merci. Alles gerne geschehen. An der Reihe. Ja.